Ja, es wird hier immer leerer. Irgendwie, ja, werde ich jetzt sentimental. Nicht, weil ich diese Wohnung hier verlasse, weil sie mir so toll gefällt. Also leider hat sie mir gar nicht mehr gefallen. Ihr wisst, wir haben uns auch nicht mehr wohlgefühlt zuletzt. War auch einfach zu klein dann. Aber es ist doch immer so, wenn Erinnerungen drin stecken, dann wird man irgendwann, ne, sentimental, wenn man diese Räumlichkeiten verlässt. Und ich habe hier 9 Jahre gewohnt. Das ist keine kurze Zeit, ne? Ich glaube, als Alexandro... wir haben 9 Jahre hier gewohnt. Als wir hier eingezogen sind, war Alexandro etwas über 1 Jahr. Genau. Ja, hier habe ich 2 Trennungen hinter mir. Eine neue Beziehung hier angefangen. Also alles mit dabei. Und es hängen gute, aber auch schlechte Erinnerungen hier an der Wohnung. Und eigentlich bin ich froh, dass ich jetzt einen Neustart mache. Und ich wollte euch nochmal sagen, bitte, bitte, bitte fragt nicht wegen meinem Beziehungsstatus. Ich habe euch schon mal erklärt, ich kann euch das gerade nicht beantworten. Es gibt da einen sehr, sehr klaren Grund, den ihr bald erfahren werdet. Und ich muss auf jeden Fall meine Haare färben. Es kommt nur noch grau raus. Aber okay, was soll ich machen? Ich werde nächstes Jahr 40. Es ist normal. Real life. Und gerade im Umzug und alles. Also ich fühle mich trotzdem jung und ich fühle mich gut. Von daher, man ist so alt, wie man sich fühlt, oder? Nee, aber hört bitte auf, in den Kommentaren immer zu fragen. Beziehung, zusammen, nicht zusammen. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich werde euch auf jeden Fall informieren. Ihr wisst, ihr und ich seid eins und ich erzähle euch immer alles. Aber wenn ich euch etwas mal nicht erzähle, dann hat es einen Grund. Und ich mache es nicht, um euch zu ärgern und ich mache es auch nicht, um euch etwas zu verschweigen und so aus der Welt zu schaffen, um Gottes Willen. Ihr wisst über alles Bescheid immer. Ihr müsst nur ein bisschen abwarten, das ist auch ein schöner Grund. Und ihr müsst einfach ein bisschen Geduld haben. Es geht leider aktuell nicht anders. Und dann werde ich euch auf jeden Fall informieren und alles aufdecken. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch so happy, wie ich es bin. Ja, auf jeden Fall ist das wirklich ein sehr, sehr komisches Gefühl. Naja, wir müssen hier auch noch die ganze Wohnung streichen. Hier wird auch alles neu gemacht. Auf jeden Fall müssen wir streichen. Das hatten wir so abgemacht mit dem Vermieter. Heute bringen wir den Spiegel rüber und noch ein paar Sachen. Und ja, es wird halt immer leerer. Und nur noch Samstag, Sonntag, Montag, 3 Tage. Und dann sind wir drüben. Ich lasse halt nur noch mein PC hier, damit ich weiterarbeiten kann, dass ich Internet habe. Ja, und dann ein kompletter Neuanfang. Ich freue mich total, dort zu wohnen, dort zu schlafen. Ganz anderes Lebensgefühl, mehr Platz, mehr Freiraum. Büro getrennt vom Wohnzimmer, endlich wieder ein Wohnzimmer. Wir hatten hier so lange keine Wohnzimmercouch mehr. Also wir haben uns seit Jahren hier nicht mehr hingesetzt und Fernsehen geguckt im Wohnzimmer, auch als Familie, weil es nicht ging. Alexandro kam dann immer zu mir ins Bett und wir haben dort Fernsehen geguckt. Ja, alles nicht so schön hier, aber ging halt nicht anders, ne? Das war dann eine Überbrückungszeit hier sozusagen. Und jetzt kann es nur noch besser werden. Ja, das Wort zum Samstag. Leute, ich habe vergessen, es aufzunehmen, als es angekommen ist. Es war so lecker. Wie ihr merkt, war es sehr lecker. Mein Teller ist leer. So, ihr Lieben, wir waren jetzt gerade echt lecker essen bei unserem Lieblingsgriechen. Das ist das Restaurant Sivdaki in Oberhausen. Also wenn ihr mal hier in Oberhausen seid oder wenn ihr aus Oberhausen kommt, dann probiert mal Restaurant Sivdaki. Ist auf der Dorstener Straße, glaube ich, gegenüber von dieser Hähnchenbraterei Gräsack. Da müsst ihr mal hingehen, das schmeckt so mega lecker. Ich bestelle mir immer den warmen Vorspeiseteller und dazu ein extra Bifteki. Bifteki ist hier dieses gefüllte Hackfleisch-Ding da, gefüllt mit Schafskäse. Und dazu habe ich mir Bouillardi bestellt. Das ist Schafskäse in so einem Tontopf,
im Ofen mit Käse überbacken, Tomate und Peperoni und das schmeckt wirklich so lecker, das müsst ihr mal probieren, da bekommt ihr noch Brot dazu, mega, mega lecker. Ja, vielleicht merkt ihr das, ich bin gerade wieder in der neuen Wohnung, hier ist auch der Spiegel heute angebracht worden. Überall in jedem Spiegel sieht man einfach Mona Lisas Gesicht. Auch letztens, ich hatte mich so erschrocken. Ich war ja hier und da sieht man die Mona Lisa im Spiegel. Ja, ich habe heute, jetzt ist das hier dunkel, aber ich habe heute hier Platz gemacht an der Seite, weil am Dienstag ja der Schrank kommt und am Montag kommt ja das Bett. Und deswegen habe ich die ganzen Kartons auf die andere Seite gestellt. Womit wir heute auch fertig geworden sind, ist das Badezimmer. Das haben wir jetzt weiß gestrichen, die Badezimmermöbel. Es ist jetzt nicht, also man muss auf jeden Fall nochmal drüber gehen. Die Griffe müssen noch dran gemacht werden. Hier an diesen Zwischenräumen konnte man nicht richtig dran, dass wir die weiß machen. Aber da kommen eh Handtücher drin, von daher. Ja, passt. Nur da oben war es halt auch sehr schwierig. Wir lassen es jetzt erstmal so, weil wir noch andere wichtigere Baustellen haben. Wenigstens ist das jetzt vorerst weiß. Und wenn ich jetzt so ein bisschen Deko dran mache und die Handtücher und der Badteppich, dann wird das alles noch ein bisschen schöner alles aussehen. Ja, und jetzt werde ich das Badezimmer einräumen. Dann werde ich noch gucken, ich brauche für hier in der Ecke nochmal so einen dünnen Schrank, der nicht so breit ist, so 30, 40 cm, 3, 4-stöckig, damit ich da die Handtücher drauflegen kann und auch hier diese Box. Genau, da gucke ich jetzt gleich noch bei Amazon und ja, wie gesagt, das ist jetzt hier fürs Badezimmer. Das werde ich jetzt noch einräumen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt die zwei Bäder hier unten so halbwegs fertig gemacht. Ja, ich habe hier so die Pflanzen aufgehangen und also eine habe ich aufgehangen, eine habe ich dahingestellt, diese Hängepflanzen von Action. Fand ich ganz gut so. Die eine hängt mit diesem Makramee-Teelichthalter, den ich bestellt hatte von Makramee, hatte ich euch ja gezeigt, von Instagram. Ich muss jetzt zwei neue für die Schlafzimmerfenster bestellen, aber ich fand, das passt hier ganz gut. Und die Pflanze hier ist in einen Blumentopf von Ikea, die ich letztens geholt hatte. Dann habe ich die Kerzen jetzt hier hingestellt. Ich werde für den Flur jetzt neue bestellen. Ich fand, das sah jetzt ganz gut aus. Das muss jetzt noch befestigt werden. Die Tage, da kommt jemand und macht es dran. Ja, hier weiß ich noch nicht, was noch hinkommt. Hier habe ich jetzt einmal die Masken hingestellt. Und so Badeessenzen. Hier habe ich jetzt die große Vase vom Flur hingestellt, fand ich ganz gut, dass es hier hinpasst. Und ja, hier habe ich Handseife, Creme und von Rituals noch Bodylotion. Hier habe ich die eine Kerze. Dann habe ich hier so ein paar Plastikblümchen von Action, die haben 99 Cent gekostet, das ganze Büschel hier. Hier habe ich Wattestäbchen. Ich liebe Wattestäbchen, ich bin total süchtig danach, ich brauche das jeden Tag. Ja, hier weiß ich noch nicht, ob ich meine Zahnbürste dahin stelle oder nicht. Vielleicht werde ich die auch woanders hinpacken. Die Griffe müssen noch dran, die haben wir jetzt nochmal Gold besprüht. Ja, hier habe ich jetzt mal Handtücher hingelegt, aber das werde ich sowieso noch ändern. Ich brauche noch ein paar Körbe. Und hier für die Seite werde ich noch einen Schrank bestellen. Habe ich, glaube ich, vorhin schon erzählt. Und da werde ich wahrscheinlich die Handtücher dann drauf machen. Hier ist noch Wäsche, die gewaschen werden muss. Die habe ich jetzt einfach in die Badewanne geschmissen. Moment, ich mache mal eben hier das Licht aus und dann zeige ich euch das andere Badezimmer. So, und das Gäste-WC schaut so aus. Da muss auch nochmal der Toilettenpapierhalter, der neue, der goldene, muss dran gemacht werden. Hier habe ich jetzt dieses Brettchen hingestellt mit Handseife, Handcreme und ein Parfum für die Gäste. Hier ist eine Kerze, da ist der Tücherspender, Kosmetiktuchspender, Handtuch und hier sind auch noch ein paar Handtücher. Hier muss ich noch Badteppiche neue besorgen. Ich hatte jetzt keine anderen, jetzt habe ich erstmal
die alten hingelegt, aber ich muss auf jeden Fall neue holen. Ja, so schaut es hier erstmal aus. Und wir haben jetzt 22 Uhr, ich bin K.O. für heute. Jetzt fahre ich nach Hause und dusche und lege mich hin und morgen geht's weiter. Gute Nacht! Was ich euch noch zeigen wollte, ich habe zum ersten Mal bei Keko bestellt. Die Marke ist nur so ein bisschen unbekannt. Was ich hier sehr gut finde, es gibt für größere Größen ganz viele moderne, tolle Sachen. Es ist ja immer schwierig, wenn man so ein bisschen mehr wiegt oder wenn die Proportionen nicht so 90, 60, 90 sind, dass man halt schwierig schöne Sachen kriegt, also moderne Sachen kriegt. Und bei Keko finde ich die absolut mega. Ich habe mir hier diese zwei Strickjacken bestellt. Die fand ich total schön und die sind schön modisch und schön kuschelig. Und dann habe ich mir so eine Leggings bestellt, passend dazu noch so ein Oversized-Hemd, was man gut zu der Leggings tragen kann und mit dem Gürtel. Genau, das zeige ich euch einmal angezogen und ich habe noch einen Rabattcode für euch. Vielleicht ist es ja für euch interessant, ne? Ich weiß, nachdem man schwanger war und Kind auf die Welt gebracht hat, hat man halt nicht immer die schönste Figur. Und da finde ich das ganz gut, dass es solche Shops gibt. So, ich zeige euch das Ganze mal angezogen. So, hier könnt ihr einmal die Strickjacke sehen. Das ist hier einmal die blaue. Also die ist mega angenehm zu tragen, die kratzt auch nicht, die hat eine gute Quali. Und ich finde die total schön. Auch wenn man ein bisschen fülliger ist, kann man das gut anziehen, weil es dann alles kaschiert und es ist auch noch modern, wie gesagt. Die Leggings habe ich drunter an, die finde ich auch super. Ich hätte sie mir aber auch eine Größe kleiner bestellen können. Ich finde es gut, dass es hier elastisch ist, aber es ist auch rutschfest und ja, passt echt gut. Gefällt mir echt super. Ich habe übrigens auch einen 15% Rabattcode für euch unten in der Infobox. Also wenn ihr so ein bisschen Curly-Mode benötigt, dann schaut auf jeden Fall mal bei Keko rein. So, dann habe ich hier die gleiche Strickjacke einmal in dem Beige. Finde ich auch mega, mega schön. Mega angenehm zu tragen und ja, richtig modisch. Sieht echt gut aus. Schaut mal, ich habe hier dieses Oversize-Hemd, was sich richtig, richtig gut anfühlt. Beim Tragen, also der Stoff ist mega, mega angenehm zu tragen und ich finde es super für curvy Menschen, das ist, also ich würde es mir gut vorstellen können, bei jemandem, ging gerade mein Handy an, also ich kann mir das echt gut auch bei molligeren Menschen vorstellen, dann sowas zu tragen, ich finde es echt schön in der Kombi auch mit der Leggings, ist wirklich angenehm zu tragen, es hat hier auch noch so Täschchen, also es ist total bequem und die Ärmel finde ich auch noch cool, dass die so Glocken, das ist, was ich meine, dass die so ein bisschen weiter, breiter geschnitten sind. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Noch mit einem Gürtel hier wäre es cooler, aber ich habe jetzt hier keine Gürtelmänner an der alten Wohnung. Hinten ist es auch noch mal ein bisschen länger. Ja, finde ich ganz cool. Ihr Lieben, es ist jetzt 7.30 Uhr und ich bin seit 6:30 wach. Und bearbeite gerade meinen Vlog. Heute der letzte Tag aus der alten Wohnung. Alles leer. Guckt euch mal das Kinderzimmer an. Ich muss Alexander jetzt weg. Arme Verhältnisse hier. Man lebt aus dem Koffer. Schlafen. Ja, hier steht jetzt alles, was mit muss. Das Umzugsunternehmen kommt heute. Guck mal hier, wie viel Platz. Wie die Schränke weg sind. Und die Küche. Und meine Wenigkeit schaut so aus. Ich bin müde. Ich habe, ich wollte keine Nahaufnahme, sorry. Ich bin müde und ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich einfach so aufgeregt war. Heute ist der große Tag. Müsst ihr auch immer mitgehen, wenn jemand geht? Sorry, war nicht gewollt. Ja, auf jeden Fall bin ich mega, mega aufgeregt und mega, mega müde. Aber ja, jetzt noch die restlichen Sachen heute einpacken, rüberbringen. Und heute Mittag kommt das Umzugsunternehmen und bringt die größeren, sperrigen Sachen
Gestern habe ich nicht so viel aufgenommen. Gestern haben wir noch den halben Keller rübergebracht, viele Sachen aussortiert. Ich hatte wieder viele Sachen zum Verschenken bei eBay Kleinanzeigen drin. Nein, gestern wurde ich nicht beleidigt. Ich habe sogar noch eine Nachricht danach bekommen mit vielen Dank. Also schon nett alles so gewesen gestern. Ja, Spülmaschine muss ich noch ausräumen. Und ansonsten ist es heute der letzte Tag von hier, wo ich vlogge. Ich freue mich wirklich, ich freue mich total. Ich will einfach nur rüber und da schlafen, dass wir es uns da schön machen. Oh, ich freue mich so, ich freue mich einfach so. Ja, ich freue mich total. So, jetzt mache ich das Essen von Alexandro. Und dann werde ich hier weiter einpacken und rüberfahren. So, Toaster. Oh. Was ist denn das für eine kaputte? Ich mach's mal woanders dran. Da habe ich Angst, jetzt den Strom ranzumachen. Die Steckdose ist so kaputt. Mein Gott. Wohin jetzt damit? In der Kammer ist noch was frei. Alles möglich. Alles möglich. So, wo streiche ich jetzt das Brot? Überhaupt kein Platz hier, oh Gott. Ich kann so nicht arbeiten. Ich habe schon mal ein Brettchen. Hier steht alles voll. Ich habe ja auch überhaupt keine Arbeitsfläche mehr. Guck mal. Das sieht so schlimm aus hier alles. Besteck ist hier. Mir ist der Besteckkasten vorgestern runtergefallen und alles auf dem Boden. Aber jedenfalls der Besteckkasten hier. Die Spülmaschine muss ich noch ausräumen. Der Rest muss noch eingepackt werden und hier überhaupt kein Platz. Aber das passt schon. Auf jeden Fall sind alle Regale leer. Brotdose fertig. Ihr kriegt ein Brot mit Fleischwurst und Käse. Einen Cookie-Keks. Ein Cookie-Keks? Auf jeden Fall ein Cookie. Und geriebenen Käse. Der mag total gerne so geriebenen Käse essen. Heute sollen die Kinder auch ihr Lieblingsbuch mitbringen. Alexandro nimmt das Minionbuch mit. Das mag er total gerne. Aber ich warne euch, falls ihr euch das bestellen solltet. Wir haben es über Amazon bestellt. 5,99 Euro. Es ist nicht viel Text drin. Also an einem Abend kann man es komplett durchlesen. Es sind immer so halbe Seiten, nicht mal halbe Seiten. Aber hat ihm auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch die Bilder findet er richtig cool. Genau, die sollen ihr Lieblingsbuch mitbringen und sagen, warum es ihr Lieblingsbuch ist. Und die schreiben heute eine Arbeit über Reizwörter. Letztes Mal hat er eine 2 geschrieben in Deutsch. Jetzt bin ich mal gespannt. Reizwortgeschichte. Ah, da hat er nicht so viel Fantasie, aber ich hoffe und drücke die Daumen, dass er heute eine gute Note schreibt. Wir haben gestern Abend noch gelernt. So, ich mache jetzt alles fertig, bringe Alexander in die Schule und dann melde ich mich nochmal. So, Kinderzimmer ist jetzt komplett leer. Und auch der Fernseher ist hier, aber den nehmen wir nicht mit. Den werde ich wahrscheinlich bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Huch. Und ja, hier sind jetzt nur noch die Schreibtische. Die werden auch im Umzugsunternehmen mitgenommen, genauso wie die Stühle. Aber wie gesagt, mein PC lasse ich noch hier, damit ich hier noch die Vlogs hochladen kann und arbeiten kann. Die Lampe habe ich auch bei eBay Kleinanzeigen gestern reingepackt. Ihr Lieben, hi, heute ist Dienstag und wir hatten gestern den großen Umzug. Also gestern war der reguläre Umzugstag. Wir hatten ein Umzugsunternehmen mit 3 Helfern. Die haben innerhalb von 2 Stunden den Rest hier hingeschleppt. Im Keller waren noch ein paar Kartons. Das haben die gut geschafft in der Zeit. Wir haben denen noch jedem 20 Euro Trinkgeld gegeben. Hat alles ganz gut geklappt. Aber es war gestern so ein mieses Wetter. Es hat nur geregnet. Und ich hatte überhaupt keine Zeit und Lust auch aufzunehmen. Ich war so kaputt. Ich war auch gestern so aufgeregt, dass es losgeht und konnte kaum schlafen. Ich war einfach so müde. Und dann war ich so durchnässt, weil ich da auch mitgeholfen habe. Und heute merke ich, dass ich ein bisschen Halsschmerzen habe. Ja, Alexandro hat sich auch riesig gefreut. Unsere erste Nacht hatten wir gestern hier im neuen Zuhause. Schön. Also ich freue mich hier zu sein. Ich will auch gar nicht mehr wieder zurück.
Es ist toll, wir haben hier so viel Platz und ja, es gefällt uns wirklich sehr gut. Alexander hat auch echt gut geschlafen oben. Ich habe mir hier so ein bisschen Sorgen gemacht, ob er vielleicht Angst hat alleine. Wir haben gestern noch ein Buch gelesen bis spät abends.